Wir sind zu Gast bei den Leutersdorfer Baumschulen und an meiner Seite ist der Betriebsleiter Jens Freiberg. Vielen Dank für die Einladung und schönen guten Tag. Gern geschehen. Wir sprechen über den frühen Frühling. Ein Experte aus dem Botanischen Garten in Leipzig hat in der vergangenen Woche unserem Redaktionsteam gesagt, es ist so 20 Tage früher Frühling. Das ist richtig. Also es ist dieses Jahr außergewöhnlich zeitig in der Vegetation, dass es vorwärts geht. Es fehlen eigentlich mal noch so eine richtige Kältephase. Nur ist es so weit, dass wir keine Kältephase mehr wollen. Ich würde jetzt gerne mal meine Wünsche äußern, also jeden Tag noch bis Mitte April minus 1 Grad, damit die Pflanzen noch erwachen, richtig erwachen, dass sie noch lange Zeit für uns auch verkaufsfähig bzw. rodefähig sind, weil unsere Gehölze auf dem Feld stehen und in der Vegetationsruhe nur gerodet werden können, und ab dem Moment, wo die Blätter ausgetrieben sind, kann ich sie nicht mehr roden. Ich kann sie dann noch verkaufen, aber die müssen vorher gerodet werden. Und deswegen darf ich ja mal Wünsche äußern, dazu sind wir ja da. Ob das dann so kommt, das werden wir dann wegkriegen. Da kommen sie in 20 Tagen nochmal wieder und fragen mich, ob das so gepasst hat. Sehr schön. Ich sag mal, es gibt ja Pflanzzeiten, sie werden mir jetzt in ganz großen und schnellen Zügen einen Ritt durch die richtigen Hinweise geben. Also die Pflanzzeit hat ja bei uns schon seit Anfang März begonnen, geht bis Ende April die Hauptpflanzzeit für die wurzelnackte Ware, für die Ballenware, Containerware können Sie das ganze Jahr über pflanzen, das mal vornweg. Und jetzt ist natürlich die Zeit, um große Gehölze in den Garten zu platzieren, weil Bäume meistens einen Erdballen dran haben. Und dort haben wir ja verschiedenste Varianten. Also im Hintergrund sehen Sie einen Eisenholzbaum oder einen Liquidamber, was sozusagen die Klimabäume für die Zukunft sind. Wir haben natürlich auch Bäume, die Sie auch als Heckenware kennen. Eine Hainbuche, als Spalier gezogen, wie Sie sie hier oben sehen. Jetzt auch nochmal geschmückt mit Ostereiern, weil Ostern ist bald. Und das sind so neue Elemente im Garten, die Sie verwenden können, unten in der Hecke, weil Sie ja vielleicht eine Sichtachse zum Nachbarn haben, die Sie verdecken wollen. Und dann haben Sie Möglichkeiten, eine Hecke im unteren Bereich zu pflanzen oder dann in Spalier im oberen Bereich, um eben den Blick vielleicht auf das Schlafzimmer, auf das Bad wegzunehmen. Und weil Sie ja vielleicht doch mal sagen, okay, mit dem Nachbarn komme ich nicht, das ist nun mal in der heutigen Zeit so, und den einen oder anderen Querdenker aus Ihrem Garten rauslassen. Ich komme aus der Stadt, Herr Freiberg, und mich treiben ganz andere Fragen um. Kann ich meine Kübelpflanze jetzt schon rausstellen oder noch nicht? Rausstellen können Sie, ich würde Sie nicht empfehlen. Sie sollten schon eigentlich, so wie wir es gelernt haben, bis zu den letzten Frösten warten, und die kommen in der Regel Ende April, Anfang Mai. Bis dahin kann man sie in der Wohnung noch lassen. Sie können sie am Tag ja mal rausnehmen, dass die schon einmal Sonne, schon einmal Licht kriegen. Aber nie vorher, weil, wie gesagt, eine Nacht unter 0 Grad und die Kübelpflanze hat es erlebt. Immer dann, wenn wir bei Ihnen zu Gast sind, gibt es auch Sonderaktionen, mit denen Sie auch Aufmerksamkeit erreichen wollen. Genau. Wir haben uns dieses Jahr, eben weil das Frühjahr doch etwas eher begonnen hat, dazu entschlossen, schon jetzt zu Ostern damit zu beginnen, dass wir auf das wurzelnackte Obst Ihnen, liebe Kunden, 20% Nachlass gewähren auf alles das, was vorrätig bei uns in den Einschlagbeeten steht, und hoffen damit natürlich einmal, dass die Kunden vermehrt zu uns kommen und natürlich auch der Region ein bisschen was zurückgeben, dass man sagt, man kommt den Kunden entgegen. 20% ist ja doch eine Menge Geld. Herr Freiberg, letztes Jahr haben wir über Nachhaltigkeit gesprochen, wir haben über den Klimawandel gesprochen. Ich würde es gerne noch thematisch ein wenig erweitern und über ein anderes großes Problem in der Region sprechen, über den Fachkräftemangel. Schaut man auf Ihre Website, findet man 3 offene Stellen: Verkaufs-, Baumschul- und Landschaftsgärtner. Männlich, weiblich, divers. Genau. Wir suchen alle 3 Fachkräfte, das muss man so sagen. Auf der einen Seite, weil bei uns natürlich die Alterspyramide genauso zuschlägt. Das ist der eine Grund. Auf der anderen Seite, wenn man geschäftlich aktiv ist, hat man natürlich auch, Gott sei Dank, etwas mehr zu tun. Und das mehr zu tun ist, mit mehr Leuten abzudecken. Und deswegen suchen wir Fachkräfte, die vor allen Dingen das gärtnerische Blut in sich tragen und den Kunden von unserer Lebensweise gerne überzeugen wollen.
Das war Jens Freiberg von den Leutersdorfer Baumschulen. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Noch mehr Infos gibt es im Netz unter www.leutersdorfer.de. Kommen Sie gut durch das Frühjahr. Frohe Ostern.